Alter, was ist das denn? WTF? Wieso tötet der mich ständig, der Trottel, Junge? Wo kommen die ganzen Zombie-Pigments her, Alter? Nein, meine Sachen! Nein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Evolution Craft. Und heute mit dabei ist der liebe Julian. Hallo. So, und ich bin heute mal nicht mit dem Tesla HD, wie ja schon gesagt. Wir werden also heute in der Folge nicht am Keller arbeiten, sondern wir werden heute so ein bisschen gucken, dass wir die Arena weiterbauen. Und ihr seht, ich habe einen anderen Shader drin. Ich habe mir mal den Zeus V8 reingetan. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie relativ cool. Vor allem, weil zum Beispiel sind ja hier diese Bewegungseffekte, das gefällt mir irgendwie. Ich mag das irgendwie. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so mögt. Kannst du vielleicht ins Bett gehen? Ja. Gut. Hast du mir jetzt eins gebaut? Ja, ich habe dem Julian erst ein kleines Bett vorbeigebracht. Yay, es ist Tag. Sondern werde ich mir jetzt einfach mal hier unten angucken, kommt hier aus der Quarry noch was raus? Das ist interessant. Mich würde mal interessieren. Alter, was geht denn hier? Was ist denn jetzt los? Ah! Oh, ich höre die Zombies. Moment, da waren Filled Tin Cans. Das heißt, die Curry müsste irgendwas gefunden haben. Aber ich habe nicht so das Gefühl. Irgendwie ist das komisch. Weiß nicht, ob die Curry schon fertig ist oder nicht, werde ich irgendwann mal... Ach ja, Quatsch, die hat ja kaum Energie. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar neue Uraniumzellen da reinpfeffern. Düpp, 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 düpp. So, was geht bei dir ab? Alter, wo bist du? Wo zur Hölle bist du? LOL! LOL? WTF? Wo, wie was zur Hölle? Wo kommen die ganzen Zombie-Pigments her, Alter? Keine Ahnung. Okay, das ist irgendwie heftig. Alter, die sind ja alle mega aggressiv. Ja. Was zur Okay, also das ist gerade ein bisschen fail. Ich kann die aber ehrlich gesagt auch gerade nicht angreifen, weil... Ja, warte, ich hab's gleich. Brauch ich jetzt nur schnell ein Schwert, so. Oh Gott, halbes Herz, ich bin auch tot. What the fuck, Alter? WTF, der hat meine Rüstung an. Nein, hallo? Bitte nicht. Nein, 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 nein. Alter, was ist das denn? WTF? Wieso tötet der mich ständig, der Trottel, Junge? Wo kommen die ganzen Zombie-Pigments her, Alter? Nein, meine Sachen. Nein! Alle meine Sachen, Junge. Was ist das denn? Nein! Nee! Nee, das Nein! Das Nein! Vor allem dieser eine scheiß Zombie, der hat mein... Nee, ich mach mir jetzt mal gerade eine Full-Iron-Rüstung. What the fuck, Alter? Was ist da bitte gerade passiert? Das Frage. Ist... LOL. Aber warum zur Hölle kommen die ganzen Zombie-Pigments bitte aus dem Nether raus? Das ist auch eine gute Frage. Okay. Ich muss meine Sachen kriegen, weil die dürfen nicht despawnen. Alter, die kommen schon bei mir ins Haus rein. Ja, bei mir sind's auch. Oh Gott. Alter, was ist das denn für eine Zombie-Invasion? Alter. Alter, ich bin schon wieder Alter, tot. Ich auch. Was ist das denn? Was für eine Folge, Mensch. Ey, Alter. Alter. Warum gehe ich aus der Tür raus, ja? Da kommt Alter. Alter! Jetzt mal ohne Spaß! Was ist das? Keine Ahnung! Was passiert hier gerade? Nein! Wo kommen die überhaupt her? Ich sehe die gar nicht mehr! Nee! Jetzt reicht's mir, jetzt nehme ich eine Spitzhacke. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich... LOL! Ich brauche ein Schwert oder irgendwas! Nee! Alter! Meine ganzen Sachen! Ich brauch die alle noch! Nee, 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 nee!
Alter. Nein! Jetzt ist der bei mir hier unten im Haus. Oh nö. Sind bei mir auch im Haus gewesen. Oh. Ich kombo ihn gerade gut mit einem Stück Fleisch. Oh, ich hab ihn getötet. Alter. Was geht da? Ich darf meine Sachen aber jetzt einfach nicht verlieren. Ich habe aber jetzt gerade auch nicht... Nein! Nee, was ist das? Oh Leute, das war jetzt absolut nicht geplant. So, leben die überhaupt? Leben die überhaupt noch welche von? Oh Gott, come on, Alter. Verpiss dich doch ein... Ja, so 3-4 Stück bestimmt noch. Okay. Sind das deine Sachen, die hier oben liegen? Oh, Alter, Alter! Alter, nein, der hat eine Eisen. Wieder. Der eine hat eine Eisenrüstung an. Oh deswegen Gott. Ja. Nein, nein! Oh. Ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, dass ich in der Folge so ein bisschen übersteuern werde. Ich glaube, ich mache mal das. Nee! Erstmal meine Sachen hier saven. Alter, nein! Oh. Wo sind die noch? Alter, Julian, sind da welche hinter mir? Spectator nicht. Die sind selbst gerade ist keiner hinter dir. Alter. Wir könnten ja jeden Moment wiederkommen. Die sind da, sind noch welche auf dem Grundstück von Benny. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon, wenn ich die jetzt nicht alle umgebracht habe. Ich höre auf jeden Fall noch welche. Ich werde jedenfalls mal das Netherportal so zubauen, dass hier nichts mehr durchkommen kann. Wie zur Hölle sind diese verdammten... Mein Jetpack ist weg. Hm. Nee, das liegt hier. Oh. Glück gehabt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Was? Gott! Ich sehe die gar nicht mehr. Die sind bei mir gar nicht mehr da. WTF, Alter. Okay, einfach weg. Einfach weg. Okay, dann kann ich jetzt vielleicht mal nach 7 Minuten endlich anfangen mit dem, was ich in der Folge eigentlich machen wollte. Ich habe hier noch Iron Tank Walls. Ach, stimmt ja. Gott, kommt die jetzt bei mir hier ins Haus rein? Bitte nicht. Aha. Also, Leute, das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. WTF, okay. Crazy things happened here. Yeah. Oh mein Gott. Naja, gut. Jedenfalls mache ich jetzt, wie gesagt, einfach hier noch ein paar Uraniumzellen da rein. Ich weiß nicht, ob hier kommen hier noch Items raus. Ja, hier kommen noch einige Items raus, jetzt wo es auch wieder läuft. WTF, okay. Ja gut, haben wir mal wieder ziemlich viel Folgenzeit verplempert. Ey, das gibt's nicht. Weißt du, normalerweise haben wir ja auch nochmal einen guten Grund, die Folgenzeit zu verplempern. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass da einfach auf einmal eine Invasion von Zombie-Pigments da auf einmal auf dem Grundstück von Benny stehen. Ich meine, warum? Ich meine, es ist klar, also ich weiß, dass die ganzen Zombie... Ich bin auch schon mal von Zombie-Pigments getötet worden. Ja. Ich glaube, das war Folge 9 oder so irgendwas. Und das, ja. Ich weiß nicht, die waren auch extrem aggressiv. Jetzt weiß ich, warum ich die Iron Tank Walls hatte. Ich hätte da oben die ganzen Dinger hier machen können. Die Tanks. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich an der Arena weiterbauen, aber... Was ist hier passiert gerade, Julian? Was ist hier passiert? So, gut. Jedenfalls, hier, wie gesagt, hier läuft noch alles, da läuft noch alles. Wie sieht's mit Yumeta aus? Es passiert nicht wirklich viel. Ja gut, liegt aber auch halt daran. Moment mal, ich gehe mal in den Nether. Gut, das ist jetzt, wie gesagt, die letzte Aufnahme-Session. Bei mir liegt jetzt schon wieder eine Woche zurück oder so. Deswegen muss ich hier erstmal so ein bisschen nach dem Rechten schauen. Gehe ich einfach mal in den Nether für die Netherpumpe und hole da. Wobei, Moment mal, Leute. Das kann ich mir eigentlich gar nicht mehr erlauben. Wir haben kaum noch Kohle. Wobei, nein, ich will nicht in. Nee, scheiß drauf. Scheiß auf Nether.
Ich will nicht schon wieder sterben. Ich wollte es gerade sagen. Das Alter, also was zur Hölle. Jedenfalls, egal. Die Arena möchte hier weitergebaut werden. Nein. Aber ich finde irgendwie, wie gesagt, ich finde den Zeus V8 Shader, den ich hier drin habe, irgendwie mega cool. Ich meine, das Wasser hat zwar keine besonderen Effekte, aber irgendwie. Ich mag das. So. Ich brauche jetzt ein bisschen Glas. Hast du vielleicht noch Ideen für die Arena oder besondere Special-Wünsche? Nö. Nee. Das ist doof. Nein. So, ich hole am besten hier einfach so ein bisschen Heavy Metal, weil ich gerade gar nicht weiß, wo Glas ist. Ich brauche unbedingt Glas für die Arena. Na gut, das Heavy Metal, das haben wir ja. Deswegen können wir das auch meiner Meinung nach so ein bisschen... nicht unbedingt verpulvern, aber wir benutzen es ja für einen relativ guten Zweck. Wie gesagt, ich muss gucken. Ich würde so gerne noch das Gemeindehaus bauen. Weiß ja nicht, das können wir auch irgendwann nochmal noch machen, oder? Ja, können wir mal in Angriff nehmen. Da würde ich auch am liebsten noch jemanden, also nicht nur wir beide, dass da ein paar Leute mehr mitmachen. Ja. Das Problem ist nur, Cube zum Beispiel, der ist im Urlaub und irgendwie weiß nicht. Der müsste doch jetzt bald wiederkommen, oder? Ja, der kommt, glaube ich, am Wochenende wieder. Also, okay. Zeitpunkt, wenn wir das Video aufnehmen. aber ansonsten, mir passiert hier in dieser Stadt einfach zu wenig, wenn ich ehrlich bin, irgendwie. Das ist eigentlich... Ich finde das voll schade. Dass hier so wenig passiert, aber gut, man kann die Leute nicht dazu zwingen. Deswegen wollen wir immer so ein bisschen was in Angriff nehmen, ne? Ich muss dann auch jetzt bald, also ich habe jetzt schon ganz viel vorproduziert, weil wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ist es um 6 oder so. Und wenn ich dann noch aufnehmen muss und das habe ich keine Lust mehr zu, wahrscheinlich. Muss ich es immer am Wochenende aufnehmen und vorproduzieren. Oder wenn ich frei habe, dann halt. Ich meine, gegen sowas, das ist ja mehr oder weniger egal, beziehungsweise nicht so schlimm, aber ich finde halt irgendwie so ein bisschen schade, dass diese ganze Anfangseuphorie einfach weg ist. Irgendwie, das ist einfach irgendwie so ein bisschen komisch. Ja. Keiner ist mehr so wirklich hier richtig aktiv, was ich, wie gesagt, ich finde das mega schade. Aber gut, was willst du tun? Ja. Ich denke mal, wenn wir unseren Teil dazu beitragen, können wir das Ganze ja auch noch relativ schön machen. Ja. Wie gesagt, ich muss auch generell mal gucken, wie ich das Projekt hier noch weiterlaufen werde, weil ich habe ja vor, ich glaube, ein, zwei Wochen ein kleines Infovideo rausgehauen, wegen neuen Projekten, bla bla blub und so weiter und so fort. Und ich glaube mal, für Evolution Craft wird irgendwann kein Platz mehr sein, weil das PvP-Projekt läuft ja noch, beziehungsweise dürfte noch laufen, wenn wir noch nicht gestorben sein sollten. Und ja, ich muss echt gucken, weil wie gesagt, ich habe eigentlich mega Bock. Oh nein! Was ist los? Meine Turtle ist verbrannt. Wie, die ist verbrannt? Ja, da war Lava und die ist dann da reingefahren wahrscheinlich. Nee, durch Lava, die kann durch Lava fahren. Die verbrennt dann nicht. Ach so. Okay. Aber wie komme ich jetzt hinter die Lava? Das ist natürlich das Problem. Hast du einfach nur so einen Tunnel gebaut? Ja. So einen Tunnel, dann kannst du dich ja links oder rechts einfach neben dran vorbei. Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Nee. Ja. So. Und ich weiß halt auch echt nicht mehr, wie lange dieser Server hier eigentlich noch laufen wird. Cube meinte zwar immer noch lange. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie so meine Zweifel daran, weil ich weiß nicht. Mir ist das zu ruhig hier. Mir ist das einfach zu ruhig und es passiert mir zu wenig hier. Deswegen das Gemeindehaus, was da unten hinkommen soll, muss da dann auch einfach mal hin. So, ich denke mal, ich werde dann hier, das kann man dann so machen, dann muss der Block wieder weg. So, hier kommt noch mal einer hin. Da und da. Wobei. Ja doch, das kann man so machen. Da müsste ich hier, glaube ich, aber auch noch mal einer hin. Genau. So, Marble haben wir ja genug. Ja, ich denke, so kann man das auf jeden Fall machen. Ein bisschen genug.
Ein bisschen genug, ein bisschen viel zu viel. Cube hat viel zu viel von seiner Query. Wir haben viel zu viel. Wir leben im Überschuss. Beziehungsweise ich glaube, ich mache das Glas doch woanders hin. Ich mache die am besten. Ich mache das Glas am besten hier hin. Und das hier ist dann wieder Marble. Hier kommt das Glas weg. Marble. Dann müsste hier nochmal Glas hin. Hier kommt dann nochmal Marble hin. Glas. Marble. Und dann denke ich mal. Ja, kann man so eigentlich machen. Denke ich mal. Wobei man könnte hier nochmal Glas hin machen. Nein, da nicht. Da könnte man Glas immer. Was machst du eigentlich gerade? Ich laufe hier rum und baue die ganzen Erze ab. Ich laufe durch den Tunnel und baue die ganzen Erze ab. Ist ein bisschen im Farm. So, Moment, hier fehlt auch was. Ja, hier fehlt das und das. Da kommt Glas hin. Nein, verdammt. Und dann kommt da noch hin. Was macht man eigentlich mit Tin Ore? Tin brauchst du zum Beispiel für Batterien oder. Ah Ja, ja, muss man das. für Batterien öfters halt. Batterien brauchst du zum Beispiel für ganz viele Der. Solarpanels. Ja. Muss man das auch in den Ofen stecken? Ja, muss man. Moment mal. Weil davon habe ich jetzt irgendwie genug gefunden gerade. Das ist doch gut. Jo. So, stimmt das so? Ja, das kann man so machen. Dann denke ich, dann hätte man. Ja, wobei, eigentlich müsste ich den ganzen, den Bereich hier noch viel länger machen. Ich glaube, das mache ich auch einfach. Jo, wir machen einfach hier noch Oh, voll zwei. viel Marble. Geile Scheiße. Wenn du Marble brauchst, du kannst dir auch gerne was bei uns holen. Das ist absolut kein Problem. Ja, ich weiß. Marble haben wir einfach, wie gesagt, im Überschuss. Hätte ich gesagt, dann haben wir hier so eine relativ. Wobei, ich guck mir das dann mal an, wenn das fertig ist. Dann hätten wir eine relativ große kleine Kampfzone. Ich meine, das Ding soll ja auch nicht übermäßig groß werden. Und dann kann man den Rest. Ich weiß nicht, wenn du willst, kannst du ja auch nochmal vorbeigucken, wenn du nicht so weit weg bist. Ich glaube, ich bin gerade auf Ebene Nö, ich meine. 41. Ja gut, so weit unter Erde bin ich nicht, aber ich muss erstmal jetzt hier. Was ist dieses grüne Kram überhaupt? Ah, Saphir, geile Scheiße. Oh, geil. So, wie Auch gesagt. noch grünes. Dann kann ich mir grünes Werkzeug bauen. Grün. Dann geht die. Lol, war das eine Wolke? Boah, das sieht ja mal richtig cool aus hier mit der Wolke. Mit dem Shader. Okay. So ein bisschen Schwachsinn muss sein. So, dann hätten wir eigentlich hier eine relativ. Ja, dann gucke ich halt, dass man da hinten so die Tribünen dann halt so dran baut. Ja, ich komme jetzt noch mal hoch. So, dann hätte ich gesagt, dass wir dann, wenn du gleich kommst, auch die Folge, diese schwachsinnige Folge eigentlich dann auch gleich beenden werden. Weil, ja, ich glaube, deine Festplatte ist bald voll. Ja, also noch nimmt da auf. Die Ich hört dann glaube, ja automatisch. wir sollten das nicht zu, nicht überprovozieren. Ja, lieber aufhören. Beziehungsweise, du kommst jetzt noch hier hin und guckst dir das noch an. Das ist. Ja, wenn ich es noch schaffe. Beeil Aber dich, du schaffst das. ich renne schon die ganze Zeit. Du schaffst das. Du hast aber hoffentlich ein Jetpack, oder? Ich habe kein Jetpack, nein. Nein. Wollte ich mir auch nochmal bauen, aber es ist immer so kompliziert. Also kompliziert ist es nicht. Guck mal, dafür brauchst du zum Beispiel das Tin. Ja. Aber auch noch vieles anderes Kramsen. Ja, ein bisschen Glowstone und so. Und wenn man das einfach Ja. mal macht, das mit dem Glas mache ich dann demnächst. Ich sag einfach Bescheid, wenn du da bist. Ja, ich bin. Dann. Moment mal. Also der Gang ist jetzt. So, doch, das passt so. Oh, der Gang ist so ewig lang. Egal. Laufe. So. Ah, da ist der Aufgang. Ich sehe schon mein Haus. Juhu. Jetzt weiß ich auch, wofür der Höhlenmodus bei dem Dings ist. Der Höhlenmodus? Höhlenmodus. Der Höhlenmodus auf der Minimap oben. Ach so. Weiß auch, wofür der ist. Bin in mein Haus. Ich bin gleich da. Aber jetzt kann ich Okay. nicht mehr. Das ist doch alles Kacke. Warte, ich kann dir einfach das Jetpack mal ganz kurz ausleihen. Ach, du bist im Lager unten.
Nein, nein, ich bin, ich bin hier direkt gleich vor dir. Bleib stehen, hier. Das wäre das Jetpack. Das will ich aber gleich wieder haben. Wie, ich krieg das nicht wieder. Ja. Mal gucken, ne? Ich weiß gar nicht, wie das das sieht. Von oben, das hat was. Sieht von oben eigentlich ganz lustig aus. Da, siehst du die Arena? Ja. Dann geh mal dahin. Geh mal da drauf. Lol. Muss halt mit Fallschaden aufpassen, ne? Ja, das ist. Hey, du gehst in die falsche Richtung. Julian! Ja? Guck mal hier. Das ist Nebel. So. Ist die Rennerdistanz wahrscheinlich nicht so hoch. Hier oben. Hier über mir. Ach, die ist da oben. Ja. Die ist so überirdisch. Also komplett überirdisch halt. Oh ja. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh. Hat Potenzial, könnte was werden. Ja. Ja, da komm ich mal wieder runtergesprungen. Achtung, du kriegst Fallschaden, ne? Gut, pass auf. Oh, nice. Danke. Dann hätte ich gesagt, tue ich bei mir nochmal in das Atomkraftwerk ein paar neue Uraniumzellen rein. Dann hätte ich gesagt, beenden wir die Folge, bevor deine Platte leer ist. Voll. Voll, voll. Leer wäre gut. Leer wäre gut, voll ist natürlich nicht gut. Ja. Na gut, so. Zwei neue Uraniumzellen bräuchte ich noch. Weißt du, was man mit diesen Near-Delapped Uraniumzellen machen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ach komm, scheiß auf die zwei da. Da hätte ich gesagt, wenn es euch gefallen hat, mit dem ganzen Schwachsinn da am Anfang mit den, den Zombie-Pigments, ich habe absolut keine Ahnung, was das da war. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht eine Bewertung da. Wenn nicht konstruktive Kritik, dann jo, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Ciao.